Recht herzlich willkommen zur 26. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir haben unsere Schiffe hier zusammen, müssen wir noch einen. Genau, das war, was wir letztes Mal noch gemacht haben. Und ja, dann haben wir noch geguckt. Was haben wir denn geguckt? Ach so, wir sind oben ja am Kolonisieren, ne? Ja, genau, das läuft. Wie weit sind wir da? Na ja, noch weit weg, das dauert noch. 14%. Steht da irgendwie gar nichts, oder? Nee, steht noch nichts. Wie viel das ist. Doch, da oben, Kolonie. 100. 100 Leute sind da, okay. Lassen wir weiter auf jeden Fall laufen. Und dann müssen wir schauen. Können wir da noch was machen? Nein, das haben wir letztes Mal gemacht. Aber warte mal, hier müssen wir noch gucken. 40, 30, 20, 10, 10. Das ist alles gut. Da erhöhen macht, glaube ich, Sinn. Darlehen. Der Franzose möchte immer noch Frieden. Oh. Darlehen zurückzahlen. Nicht, dass ich das Falsche klicke, ne? 120 ablehnen, alles klar, immer noch das Gleiche. Kurz mal rein hier. Das ist immer noch das Hauptaugenmerk, 451. 344. Ja, ist eigentlich auch egal, warum das hier ist. Da ist ein Königsanwärter. Gut, da ist nichts. Wie sieht's aus? 1,38 plus, das ist schon nicht schlecht. Korruption, wie sieht es mit der Korruption aus? Die wird weniger, das ist auch gut. Hier haben wir 26 Einheiten. Ja, muss jetzt langsam vorangehen eigentlich, ne? Nur was voran? Die hier, die sind nur ständig am Jaulen. Ja, trauern um ihre Männer oder Rekrutenserve. Ich brauche Rekrutenserve, tut mir leid. Burgund hat Frankreich den Krieg erklärt. Ein sehr super gutes Ereignis, weil wir jetzt dadurch natürlich Chancen hätten, hier unten was zu machen, ne? Sollen wir das machen? Das ist die Frage, ne? Wie weit wird Burgund das schaffen, da was einzuschreiten? Kriegssteuern verlängern. Quartiermeister? Okay, was sollen wir da jetzt tun? Das ist die Frage. Das ist natürlich eine Position, die wir gut nutzen könnten. Die marschieren nach Süden. Wir werden momentan nicht das Problem, glaube ich, haben. Ja. Ich mach's einfach, ne? Riskant, aber wir machen's. Der Krieg ist jetzt gerade angefangen. Wir müssen gucken, dass es weiterläuft. Und dafür müssen wir auch mal was machen. Die lassen wir da stehen, die vier. Mit keiner übersetzt. Wer ist denn? Warte mal, lass mal nochmal Pause machen. Wer ist mit den Franzosen denn da so? Burgund, Brabant, Flandern, Holland und Bretagne. Das sind natürlich einige, die sie da jetzt haben, ne? Okay. Die sind mit sieben da. Oh, der werden angegriffen und sieht gut aus. Das heißt, wir müssen schnellstens unser Land befreien. Aber das glaubst du nicht, ne? Da haben nachgezogen. Da sind aber noch welche am Kämpfen. Aber zu spät. Ja, jetzt kommen da welche runter. Und die 13 auch. Aber die gehen nach da. Aber die 6, könnten wir die schaffen? Das ist die Frage, ne? Kurze Pause. Wir sollen so viel abtreten. Wir müssten jetzt aber nur achten, ne, noch nicht mal was bezahlen, okay. Aber das möchte ich erstmal nicht. So, jetzt ist die Frage, schlagen wir die mit 22 oder nicht, ne? Das haben wir geschafft. Runter, auf jeden Fall. Die laufen weg, das ist noch besser. Ja, die heben müssen wir auf jeden Fall, damit das stärker wird. Da ist einer. Ich hätte ihn eigentlich angreifen sollen. Ne, das ist irgendwie jetzt gerade nicht so das Richtige, okay. Warte mal, wir können hier nachlegen. Und zwar eine Kanone auf jeden Fall. Da oben sind 17 Einheiten auf Paris, das ist schon mal gut. Aber die kämpfen da mit 21 Einheiten.
Und die sind sofort kaputt hier, die Burgunder. Wir müssen gucken, was wir hier machen können. 144 Dukaten ablehnen. Da kommt einer immer noch, ne, oder? Die Mauer ist schon durchbrochen, das ist cool. Na, da kommen die 21 zu uns oder gehen sie nach da? Das ist die Frage. Aha, die gehen nach oben, oder? Das ist auch gut so. Staatskammer stecken, alte 5. Nee, dann nehmen wir das Geld, weil wir brauchen jetzt gerade hier was wegen, ne, Kanonen und so. Jetzt mal gerade unser Land angucken, bevor da was schief geht. Ist aber nichts, okay. 136 Kolonisten da oben. Ja, die sind zu schwach, ne? Das ist nicht dolle von denen. Was ist das? Spanier sind da drin, okay. Da den verlängert. Das läuft. Noch läuft. Da wird besetzt. Burgund besetzt das, okay. Agent entdeckt. Wir müssen das Land freikriegen. Den Turm, das ist wichtig. Da kommen die 22 jetzt zu uns, oder? Ich muss sie retten, das kann ich mir nicht erlauben. Und die sind schneller weg wie wir da, oder? Genau. Hm, schade, hat nicht geklappt. Und die haben wir alle verloren dann. Schade. Versuch war es wert, ne? Die nach oben. Und hier kannst du schon wieder versuchen, Leute zu kriegen, ne? Ne, den haben wir schon. Norwegen, okay. Ja, das war jetzt von den Herrschaften schwach, ne? Und was ist das hier, Burgund? Ich glaube ja, ne? Oh, wir haben das noch nicht verloren. Okay. Die Frage, ob wir das wieder zurückerobern können. Das reicht, glaube ich aber nicht. Sind vier, sind zu wenig, glaube ich, ne? Ja. Der Papa urteilt die Sklaverei. Plus 50. Minus 50 Kirchenstaat. Was ist denn da mit dem Kirchenstaat so insgesamt los? 38, naja. Zölle minus. Also den Papsteinfluss verlieren ist mir... Ach, komm weg. Und da setzen wir jetzt ein Dingens hin. Erziehung verbessern. Gut. Und wir müssen gucken, dass wir jetzt hier weiterkommen. Da fehlen Leute. Die ziehen wir darüber. Befreien Calais. Da waren noch 14 Leute von denen. Franzosen wollen wieder Frieden schließen. 144 Dukaten machen wir nicht. Könnten wir es bauen. Was haben wir hier? So, hier gegen Reformation immer noch, oder? Was war denn hier überhaupt Ziel? Achso, das war drüben. Müssen wir da was machen. Okay. Da haben wir... Das wollten wir auch schon machen. Söldnerverträge, okay. Die belagern das auf jeden Fall, ne? Ja. Und die gehen da auch noch hin. Definitiv. Brauchen die Armee definitiv da. So, da waren sie eben alle einmal. Also ich glaube, müssen sie alle ziehen, ne? Dann geht das auch. 11.000 Reserve da oben noch.
Ist nicht viel. So. Ich hätte das jetzt anders machen müssen, aber ist auch egal. So, dann ist unsere Reserve gleich aufgebraucht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Einheiten wir haben. Das fährt hier mal rüber. Pause raus. Hier müssen wir was abbauen. Stabilität steigern. Nee, das können wir nicht mehr machen. Okay, da haben wir was gewonnen. Das ist verlängert. Was haben wir da? Ah, die Eingeborenen haben wir besiegt. Alles klar. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen, dass wir irgendwen anders besiegt haben. Leider muss ich die 1000 Soldaten haben. Das ist Nummer 50. Die unterdrücken wir nochmal. Oder? Nee, diesmal machen wir das. Aber das geht auch noch. Dann ist alles gut. So, da können wir noch was verringern. Das mache ich jetzt auch. Hier gibt es noch einen Kredit. 20 nehmen wir an. Okay. Die beiden zusammen. Das sind jetzt... Diplomat ist gestorben. Okay. Was ist das hier? Gegenstab? Ne, rund, okay. Verbessern wir auch. So, den letzten dann noch. Und alle rüber. Ah, da müssen wir, glaube ich, alle machen. Ja, leider, leider, leider. 40 Dukaten, ja, ne, das ist alles falsch. Also falsch nicht, ne, wäre schon okay gewesen, aber so riskant. Das passt noch. So, alle rüber. Und ein. Was ist das? Agent entdeckt von Holland. Jetzt haben wir da 17 Leute drauf sitzen. Warum haben wir da gerade verloren? Habe ich nicht aufgepasst, ne? Belagerung von Calais, noch keine Mauern durchbrochen. Das ist schlecht. Hier sind noch Burgundertruppen da. Die laufen da unten lang. Lüttich. Erhalte 3 Inflation. Verliert 3 Inflation. Oh, die Dukaten nehme ich natürlich mit, ne? Das muss ich jetzt machen. Und da gehe ich auch gerade rein und zahle ein Darlehen ab. Zurückzahlen. Tilgen. Eins weniger ist besser, ne? Könnte sogar noch eins tilgen, ne? Komm, das machen wir auch noch, damit wir von den Schulden runterkommen. Das sind ja noch reichlich, aber es sind hoffentlich auch ein paar kleine dabei, ne? Ja, 2. Das andere ist recht viel. Zurück. Was haben wir hier noch? Inflation senken, können wir machen. Macht Sinn. Zweite Mal geht nicht mehr. Gut. Wie weit sind wir hier? 20, das geht gerade runter, das ist gut. Weil wir, glaube ich, die Dingens gesteigert haben. Wie heißt es? Na. Ich komme nicht drauf. Die Stabilität haben wir gesteigert, deswegen. Bordeaux wird von Frankreich besetzt. Das haben sie da unten sich jetzt schon mal geholt. Okay. Da unten wird gekämpft. 24 Einheiten und... Ich glaube, da haben da irgendwie keine Schnitte, ne? Kann das sein? Da ist erstmal so etwas, das hier. Religiöser Clan, okay. Und hier kommt das Angebot von den Franzosen mit 144 Dukaten. Es passiert hier nicht viel, ne, bei den Burgundern. Außer, dass sie hier das eingenommen haben, ne. Die sind zu schwach. Ich weiß nicht, was da irgendwo noch versteckt läuft. Brabant. Kriegsgrund verloren. Ich weiß nicht, wo die Franzosen jetzt rumgeistern. Das ist auch so ein kleines Problem, ne. Brabant hat noch 13 Einheiten hier. Agent entdeckt von Norwegen, okay. Brabant, die rücken alle zurück, weil, was? Kriegsgrund.
gegen Brabant. Brabant hat ein Embargo gegen uns verhängt. Verlängern wir. Ist denn oben einer auf unserer Insel? Nein, ne? Nein. Dacht schon. 72 Dukaten, okay. Wie sieht's denn hier mit der Mauer aus? Brennt, aber ist noch nicht durchbrochen. Und wenn die Franzosen hier einmal reinkommen, haben wir ein Problem. Oh, das ist cool. Wir haben Reserven gekriegt. Ja, weißt du was? Ich glaube, wir werden auch noch ein paar aufbauen jetzt hier. So, und weiter geht's. Knister. Okay. Das war hier irgendwo, ne, oder? Ist das Finisterre? Ja, das ist es. Haben wir einen frei dafür? Das wird nicht besser hier, ne? Kann das sein? Prestige 16,8. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, die haben da schon welche rausgeschmissen, ne? Oder? Ne, Burgund, Brabant. Okay. Die Franzosen führen auf jeden Fall gegen die schon, ne? Das ist nicht gut. Die gehen schon zurück. Wie sieht's hier aus? 20. Alles gut noch. Trauen um die Männer, leider. 175 jetzt wieder. Oh, die Franzosen greifen jetzt hier die Burgunder an. Okay. Dann haben sie ihr Land auch befreit wahrscheinlich. Genau so sieht's aus. Das passiert hier bei uns leider nichts mehr, ne? Wir kommen da in Calais zum Beispiel nicht durch, weil da der Turm da stark ist, ne? Okay. Ja, 30 wächst hier noch. Wie viel haben sie? 200 wollen sie jetzt sogar. Ja, die haben ja schon die Oberhand bei denen geholt, ne? Ist klar. Sind die alle vereint? Ja. Aber wir haben hier oben noch welche. Dann schicken wir die mal da zusammen hin. Die einen mal da. Und dann schicken wir mir die einmal da hin. Gucken, ob da was geht oder nicht geht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist der Kriegsstand gegen die, ja, sind noch im Krieg mit allen. Ist leider so. So, die 6000 Mann versuchen da was. Endlich gewonnen. So, dann auf die Normandie und hoffen, dass das alles so klappt, wie wir wollen. Eingeborener Aufstand, oh nein. Aber den haben wir gewonnen. So, Calais haben wir befreit. Wenn wir die Normandie noch schaffen, das wäre natürlich super. Da kommt Britannia. Weiß nicht, wen die da befreien. Da unten sind 30.000 der Franzosen. Koks wird von England besetzt. Gut. Das geht nicht, ne? Paris würde gehen. Ja, die Marine nehmen wir mit. Die 6.000 verschiffen. Thronfolger. Philosoph erhält 15 Prestige oder 82 Taler. Ich glaube, uns ist das Prestige vielleicht jetzt momentan wichtiger, ne? Machen wir mal. Ja, die 20.000 rücken schon an. Gucken, ob wir noch wegkommen.
Warum kommt man nicht mehr weg? Gute Frage, ne? Ach, weil das Schiff unterwegs ist, alles klar. Ja. Dann lasse da stehen und gucken, was passiert. Weil ich kann sie sowieso nicht retten. Ja, die marschieren auch auf Paris. Errichtet. Ah, wir haben eine Mission erfüllt. Cool. Das heißt, wir haben auch wieder was Neues. Die große Flotte ist immer noch gefragt mit 20 Schiffen, ne? Genau. Kolonisiert bis Bitgden. Erobert Orknipke. Lass uns mal gerade gucken, wer was da ist. Okay, das ist das. Das ist jetzt kolonisiert Westbigden. Das ist das hier. Und das andere ist erobert Orknipoa oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Wie heißen das? Ork. Ach so, die Insel, okay. Nee, da kümmern wir uns später drum. Dann nehmen wir lieber das an. Das ist jetzt nicht das, was wir machen wollen, ne? Dass wir jetzt gegen Norwegen noch einen Krieg aufziehen. Haben jetzt hier Schwierigkeiten gegen die Franzosen gleich noch. So, da kommt noch ein Angebot. Britannia erbittet von... Ja klar, können die da durch, auf jeden Fall, ne? So, und jetzt sind wir dran, ne? Das ist schade. Aber ist so. Kommt noch ein Friedensangebot rein. Es sind nur 26 Dukaten und wir müssen viel zu viel abgeben. Das wollen wir ja auch nicht machen, ne? Die 17.000 sind jetzt dran, ne? Ja, schade. Die sind halt weg, ne? Verloren. Die Schiffe sind da unten. Das konnten die auch nicht fliehen. Das heißt, die sind alle aufgerieben. Okay, weiter. Die gehen sogar runter wahrscheinlich, ne? Sieht dann aus. Oder? Nö, nicht unbedingt. Ja. Sieht gerade nicht so dolle dann wieder aus eigentlich, aber wir haben auf jeden Fall versucht was, ne? Wieder eine Armee aufbauen. Machen wir da auch noch einen und gucken, wie wir es hinkriegen. Schiffe sind schon auf der Reise nach oben, glaube ich. Wir haben aber zwei Ländereien zurzeit freigemacht. Vielleicht kriegen wir noch das dritte und dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Aber ich denke mal, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.